da draußen. Hier ist Damaris von Damifee, Kreatives aus Papier. Ich habe heute eine neue Idee für euch mitgebracht und möchte euch mit dieser Idee ein Produkt vorstellen, was ich dieses Jahr auf der Creative World, das ist so eine Fachhändlermesse, entdeckt habe und was wir dann auch in den Shop von My Paperworks mit aufgenommen haben. Und das ist einfach, ich finde, eine total super Idee. Manche stehen total drauf, manche eben nicht, aber ich liebe sie total, und zwar Stencils. Ich habe hier mal so einen ganz normalen mitgebracht. Ich finde die so vielseitig, man kann so viel mit denen machen. Man kann die embossen, man kann die mit einer normalen Stempelfarbe abtupfen, also so, dass der Abdruck bleibt. Man kann da Pasten mit benutzen, alles Mögliche. Und ja, das Problem bei diesen Stencils ist, also was heißt das Problem? Die sind halt auch nicht so teuer, was ich total angenehm finde. Also meistens kriegt man die schon so für um die 5 Euro, manchmal sogar günstiger. Weil das natürlich auch vom Material her jetzt nicht so aufwendig ist. Es ist ja nur so eine Kunststofffolie. Aber vielleicht seht ihr das hier. So kleine Eckchen, die sind eben auch total anfällig bei dieser Kunststofffolie. Das ist jetzt nicht so schlimm, wenn es hier nur so kleine Bereiche sind. Manchmal aber knickt so ein großes Stückchen ab und dann ist der Stencil eigentlich hin. Und das, was ich entdeckt habe bei der Creative World, war ein Produkt von Sweet Poppy. Das ist ein englischer Hersteller. Die machen nämlich Metallstencils. Und das finde ich echt total genial, denn ja, die sind einfach viel, viel langlebiger. Die sind nur etwas teurer, also meistens liegen die so zwischen 7 und 12 Euro, je nach Größe. Das finde ich aber dafür, dass sie viel, viel haltbarer sind, dass man viel mehr mit denen machen kann, dass sie viel präziser arbeiten, wirklich einen absolut guten Preis. Ich zeige euch hier jetzt mal so ein paar verschiedene. Das ist jetzt hier so ein Kreuz. Das kennt ihr vielleicht, das ist ein Kooperationsprodukt von Sweet Poppy mit Lavinia zusammen. Das gibt es nämlich schon als Stempel und jetzt gibt es eben auch nochmal in groß als Stencil und dann eben auch aus Metall, nicht aus Kunststoff. Dann habe ich hier so einen Drachen, einen Schmetterling, das ist jetzt so eine kleine Auswahl, einen Pegasus, auch das ist von Lavinia und die Eule. Ihr seht, die sind total vielseitig. Hier, die finde ich total schön für eine Babykarte. Hier eine Libelle und so ein Steampunk-Schmetterling. Von diesen Mechanical-Sachen gibt es auch mehr. Das ist auch von einer Gastdesignerin. Da könnt ihr mal im Shop gucken. Da gibt es noch unglaublich viele und ich zeige euch heute, wie man die verwendet, denn das ist total einfach und macht einen richtig, richtig tollen Effekt. Und ich habe, weil das ja ein bisschen dauert, habe ich euch auch ein paar Sachen schon vorbereitet, dass ihr da was sehen könnt. Als erstes zeige ich euch mal, ich möchte heute mit dem hier arbeiten, mit dem Stencil arbeiten. Das ist so ein Mandala. Das mag ich total gerne. Zu ein paar von diesen Stencils gibt es auch noch passende Stanzen, unter anderem zu diesem Mandala. Das muss ich mal eben gucken. Da kann man dann später verschiedene Ebenen vom Mandala ausstanzen. So einmal außen, einmal diese Ebene und dann nochmal die Mitte. Was bedeutet, dass man hinterher mit diesen verschiedenen Ebenen auch spielen kann. Also ich kann zum Beispiel mit verschiedenfarbigen Pasten das ein paar Mal abziehen. Und habe dann später mehrere von den Mandalas in verschiedenen Farben. Und wenn ich die ausstanze, kann ich die anders wieder zusammenpuzzeln. Habe ich auch was vorbereitet, zeige ich euch nachher. So, aber jetzt, also es gibt so eine Grundausstattung, die muss man nicht haben. Man kann die sich auch selber basteln. Das ist so eine Magnetmatte. Das ist wie die, die man für Stanzen benutzt. Also so, Cutting Dice, also so für die Big Shot, solche Stanzen. Und dann habe ich ein Stück Cardstock. Ich mache das jetzt hier nur einmal exemplarisch. Und dann lege ich den Stencil oben drauf. Und ihr seht, der fällt halt nicht runter. Durch die Magnetfolie saugt er sich halt quasi fest. Dadurch ist der fix. Und jetzt kann ich schon direkt arbeiten. Ich kann den auch festkleben.
Aber muss ich eigentlich nicht. Wenn ich den noch ein bisschen festhalte, dann klappt das eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt einfach hier so ein Oxid in Abandoned Coral genommen und mit dem Bürstchen nehme ich mir ein bisschen Farbe auf und gehe hier einmal über den Stencil drüber. Ihr könnt das natürlich auch mit einem Blending-Tool machen. Allerdings, das ist auch bei den normalen Stencils so, die Blending-Tools leiden immer so ein bisschen, wenn die an den Ecken hängen bleiben. Das ist natürlich hier bei dem Metallic-Stencil auch so. Ich benutze dann lieber solche Sponge-Dovers. Ich kann euch mal einen zeigen hier. Und dann kann man nämlich mit dem so von oben tupfen und nicht so kreisen. Denn das Kreisen macht sonst diese Schaumstofffläche kaputt. Aber mit dem Make-up-Schwämmchen geht es richtig gut. So. So, und ihr habt gesehen, man muss das wirklich überhaupt nicht großartig festhalten. Jetzt ziehe ich das ab und dann habt ihr das Ergebnis. Und ich finde, es ist wirklich richtig schön geworden. Man könnte das jetzt zum Beispiel auch mit Embossing-Pulver, mit Embossing-Tinte machen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt mit Make-up-Schwämmchen. Man könnte mit dem Stempelkissen einfach drauf tupfen und das dann embossen. Das wäre auch total schön. Oder ihr geht mit diesem mit dem Versamark drüber und nehmt Perfect Pearls und macht es nochmal darüber. Aber ihr seht schon, das ist einfach wirklich ein sehr, sehr gutes, sehr klares und deutliches Ergebnis, ohne Gewisch drumherum so. Genau, und das probieren wir jetzt aber nochmal mit was anderem. Das ist noch ein anderes Produkt von Sweet Poppy. Dafür mache ich mir den Stencil einmal sauber. Das ist halt gleich auch, wenn ihr das mit Pasten benutzt, ist es gut, wenn man die schnell einweicht, damit man die auch gut wieder sauber bekommt und sich da nichts, dass da nichts drin hängen bleibt. So, ich habe jetzt noch hier ein Stückchen Karton. Und dann lege ich das oben auf. Das hängt auch wieder da dran. Ihr seht, dass das verrutscht nicht. Nichtsdestotrotz, um auch den Cardstock drumherum zu schützen, klebe ich das zu. Und diese Magnetmatte gibt es als Set mit einer Rolle von diesem Klebeband, was halt das zwar festhält, aber gleichzeitig nicht zu sehr klebt. Ich zeige euch das. Und sich wieder problemlos ablösen lässt, ohne dass man ein kaputtes Papier hinterher hat. Damit klebe ich das einmal fest und eigentlich gar nicht nur um den Stencil festzuhalten, sondern um das Papier drunter zu schützen, damit sich da nicht drumherum noch die Paste festsetzt. Wie gesagt, eine Rolle gibt es bei dieser Grundausstattung dabei. Und zu der Grundausstattung gehört dann diese Magnetmatte, die Rolle und so ein Spreader. Den kann man auch einzeln kaufen. Das ist wie so ein Spachtel, auch aus dem gleichen Material wie das. Und mit dem zieht man das dann ab. Und dafür gibt es dann Pasten. Es gibt zwei verschiedene Pasten. Einmal so eine Pearlescent White. Da zeige ich euch gleich auch das Ergebnis. Die habe ich einfach mal so drauf getan. Oder war das? Ne, doch. So drauf getan. Und dann gibt es eine durchsichtige und die benutze ich jetzt. Upsala. Die sind, finde ich, noch relativ flüssig. Ich habe schon festere Strukturpasten gesehen. Das ist so ein bisschen wie feste Gesichtscreme. Und zwar gibt man das hier oben auf den Rand. Und keine Sorge, man kann da auch nochmal korrigieren. Hier nehme ich noch ein bisschen. Und man kann eben auch die Reste wieder dann hinterher in den Topf packen. Und jetzt mache ich das so, dass ich den Spachtel schräg ansetze und damit einmal über den Stencil ziehe.
Und jetzt seht ihr, hier ist genug von der Masse gewesen, aber hier fehlt noch. Ich habe aber auch noch was am Spachtel. Damit ziehe ich jetzt über den Stencil immer wieder. So, und wenn ich das Gefühl habe, ich habe genug, dann streife ich mir die Reste hier ab. Dadurch spare ich auch enorm an Material. Man braucht wirklich überhaupt nicht viel. Das hält wirklich lang. Kann sich das jetzt hier nochmal abmachen. Auch von dem Stencil. Jetzt möglichst nicht aus den kleinen Flächen. Und dann kann ich die auch direkt wieder zumachen, damit mir das nicht eintrocknet. Sinnvoll ist, den Stencil so schnell wie möglich dann auch in warmes Wasser zu geben. Den Spreader genauso wie den Stencil. So. Jetzt nehme ich das Papier ab. Das Klebeband. Und das ist halt wirklich das feste Metall. Führt halt dazu, dass es wirklich einen viel, viel besseren, klareren, deutlicheren Abdruck gibt als bei einem normalen Stencil. Man kann eben auch viel, viel filigranere Muster dadurch machen. Jetzt hebe ich vorsichtig an einer Seite den Stencil nach oben ab und oh, jetzt ist hier was am Papier festgehangen. Das verstehe ich nicht so wirklich. Hatte ich noch nicht. Naja gut, egal. Ihr seht das jetzt hier an der Stelle. Ich versuche das mal gerade noch ein bisschen zu retten, indem ich das wieder ein bisschen feste mache. So. Hier auch. Komisch, hatte ich noch nie. Aber ihr seht gleich die anderen Ergebnisse und die sprechen auch für sich. Vielleicht klebte da noch was, ich weiß es nicht genau. Da sieht man auch, dass es einfach wichtig ist, dass man möglichst schnell das Teil einweicht. Das mache ich jetzt auch und dann komme ich gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe das jetzt einfach nur in eine Schüssel Wasser geworfen, denn ich will das Ganze noch weiter bearbeiten. Und zwar habe ich mir von Wow hier diesen Echo Sparkles besorgt. Das ist ein biologisch abbaubarer Glitzer, zumindest zu 90% soll der abbaubar sein. Ich habe auch nochmal eine extra Anfrage an Wow gestellt, denn es gibt nicht so viel Infos über diesen Glitzer. Und wenn ich die Antwort habe, wie sich das jetzt genau verhält mit dem biologisch abbaubaren, dann mache ich auch nochmal ein Video darüber, denn die sind von den Farben her wunderschön. Ihr könnt das hier sehen. Das ist einfach nicht nur eine Farbe Glitzer, sondern ganz viele verschiedene. Und den gebe ich jetzt da drauf. Und ich finde, das ist mit das allerschönste Ergebnis. Es gibt noch die Möglichkeit, Mika-Powder drauf zu machen. Es gibt die Möglichkeit, das einfach klar trocknen zu lassen. Dann hat man wie so eine glänzende Oberfläche, so wie so eine gelackte Oberfläche. Man kann alle möglichen anderen Puder wie Perfect Pearls oder ähnliche Dinge oben aufgeben auf die Paste. Genauso kann man auch Embossingpulver drauf machen und das so aufploppen lassen. So, ich habe es aber jetzt eben mit dem Glitter gemacht. Und ihr seht, das ist halt nicht nur Türkis, das ist jetzt Mahi Mahi, die Farbe von Echo Sparkles, sondern da ist auch noch so Silberglitzer drin. Und ihr seht, das Ergebnis ist einfach wunderschön. Das ist jetzt noch feucht. Ich lasse das an der Luft trocknen. Man kann das auch föhnen. Manchmal bläht sich das dann aber auch so auf. Und das mag ich nicht so ganz so gerne, gerade bei diesen filigraneren Mustern. Und ihr seht sogar hier, an den Stellen schafft er sogar diese klitzekleinen Pünktchen. Was für ein Stencil mit einem Glitzer in der Dicke eigentlich auch total selten ist. So, das lege ich mal zur Seite zum Trocknen, packe mal den Glitzer hier wieder zurück. Da ist jetzt, es gibt viele, viele wunderschöne Farben davon. Könnt ihr ja mal selber schauen, was euch da gefällt. Ich mag hier dieses Türkis sehr gerne. Und wie gesagt, es ist immer eine Mischung aus vielen verschiedenen Glitzersorten.
Ich habe noch eine andere. Da habe ich das, habe ich die, das Beispiel, was ich euch gleich zeige, mitgemacht. Also das ist jetzt hier Mahi Mahi. Und ich habe hier noch Flounder. Die haben alle so Fischnamen. Das finde ich ganz witzig. Da seht ihr es auch ganz besonders. Das ist so eine Mischung aus Rot, Orange, Silber. Ja, ich finde schon echt ganz besonders. Und wie gesagt, die sind einfach mehr abbaubar als alles andere. Und ich habe letztens noch mal einen Film darüber gesehen, wie das sich mit dem Glitzer verhält, so als Mikroplastik. Und das hat mich echt ein bisschen geschockt. Von daher finde ich, ist es schon noch mal gut, darüber nachzudenken, ob man da nicht Möglichkeiten hat, ja, bessere Alternativen zu nutzen. Wobei ich hier dann auch gedacht habe, naja, dann hätte man vielleicht auch mal ein Nicht-Plastik-Töpfchen benutzen können. Allerdings kann man die ja auch später noch ganz gut für Embellies und so zum Sortieren benutzen, dass man die einfach weiterverwendet. Denn ich finde, auch an der Stelle kann man sich mal Gedanken machen über, über die Ökologie von Bastelmaterial und wie das verpackt ist. Aber ich habe euch versprochen, dass es noch ein paar andere Beispiele gibt. Hier ist eins, das war mein allererstes, das sieht man auch so ein bisschen, da war ich noch ein bisschen unbeholfen. Trotzdem finde ich es immer noch total schön. Und man kann ja dann auch nochmal schauen, dass man einzelne Teile hier mit den Stencils ausstanzt. Zum Beispiel hier das. So, dass man das dann ausstanzt. Und da habe ich so ein Mica-Powder einfach draufgegeben auf das Pearlescent, auf die Pearlescent White Paste. Das hier ist auch total schön geworden. Das habe ich mit dem Nouveau Mousse gemacht. Das ist so ein hellblaues Nouveau Mousse. Die Farbe habe ich jetzt leider gerade nicht im Kopf. Kann ich euch raussuchen und packe ich in die Infobox. Ja, das ist halt auch, ich finde, wirklich ein perfektes Ergebnis geworden. Das seht ihr hier daran, dass auch hier die kleinen Pünktchen alle wirklich perfekt abgebildet sind. Und so gut wie nichts unter den Stencil gelaufen ist. Mit der mit dem Bürstchen, mit dem Make-up-Bürstchen und den Distress-Oxiden schaut es so aus. Wir könnten jetzt noch probieren, das ist ja ein Oxid, wie das ausschaut, wenn man es ansprüht, ob sich da dann nochmal was tut. Ja, so ein bisschen. Seht ihr? Ja, das ist halt auch nochmal eine Möglichkeit und das mit dem Glitzer habe ich schon einmal vorher gemacht und zwar mit beiden Sorten und habe diese Karte dazu gemacht. Da habt ihr, seht ihr das, wie das gemacht ist? Also ich habe das einmal in diesem grünen Glitzer, so wie wir es eben zusammen gemacht haben und dann einmal in dem Flunderglitzer gemacht und dann habe ich mit den passenden Stanzen, die ausgestanzt und immer versetzt ineinander gesetzt. Und dann einfach mit einem Stempel, der ist, glaube ich, von Memories for You aus dem Wellness-Set, habe ich hier einfach mit Perfect Pearls nur so einen ganz leichten Glanzschatten nur für dich drauf gemacht, weil ich finde, die sind so ein Highlight, da braucht es gar nicht viel anderes drumherum. So, dass das vollkommen ausreichend ist. Und ich finde, das ist wirklich ein tolles Ergebnis. Also ihr seht, die Stencils sind wirklich total prima, lassen sich total gut benutzen und man kann wirklich damit schöne Ergebnisse machen. Und ich finde auch, die Auswahl von denen ist echt total schön. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr findet noch ein paar Fotos von der Karte und von den Ergebnissen bei Instagram. Da könnt ihr ja mal einfach draufklicken. Das ist dummyfee79. Da findet ihr mich. Ansonsten, ja, wenn ihr meine Videos noch nicht kennt, klickt euch doch mal durch das, was ich bis jetzt schon gemacht habe. Und wenn es euch gefällt, lasst mir doch ein Abo da. Über ein Like freue ich mich natürlich auch. Und verbleibe mit alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.